Hi, hier ist Ben von Notch.de. Wir wollen uns heute mal was anschauen. Und zwar habe ich Ubuntu auf das Nexus 4 installiert. Ubuntu ist jetzt seit der Version 13.10. Die ist von vergangenem Donnerstag. Ist das eine Final? Das heißt, man könnte sie, wenn man wollte, als tägliches Gerät einsetzen. Inwiefern das funktioniert und inwiefern das schief geht, werde ich euch dann jetzt mal versuchen zu zeigen. Zuallererst haben wir hier den ich will jetzt nicht sagen Lockscreen, sondern mehr so einen Infobereich, auf dem man dann verschiedene Sachen sehen würde, wenn man verpasste Anrufe hat, wenn man jetzt heute schon Fotos zum Beispiel geschossen hätte, wenn man Kalendererinnerungen hat und so weiter und so fort. Das wird alles hier angezeigt. Verlassen kann man den Bildschirm, indem man dann zur Seite rüberwischt und dann hat man die Übersicht. Hier sind jetzt die zuletzt geöffneten Anwendungen. Ich habe hier schon einen ganzen Bereich offen gehabt. Da gucken wir dann später mal drauf. Das hier ist eigentlich so der klassische Homescreen an der Stelle. Das heißt, ihr seht hier eure Anwendungen, die ihr auf dem System mit drauf habt. Also so ein paar favorisierte Dinge könnt ihr euch hier hinlegen. Und auf dem nächsten Bereich unterhalb der kürzlich verwendeten Anwendungen habt ihr dann auch den Bereich, wo ihr die generell installierten Anwendungen seht. Richtig native Anwendungen gibt es noch nicht wirklich viele. Also das wäre die Kamera, die Möglichkeit, hier jemanden anzurufen oder die Kontaktverwaltung sowie die Galerie. Das sind alles lokale Dinge. Der Kalender ist auch noch lokal und der Rest sind im Prinzip nur HTML5-Anwendungen bzw. Links zu den entsprechenden mobilen Webseiten. Also da fehlt noch einiges. Die Dash-Erweiterungen sind Sachen, durch die man dann suchen kann. Also wenn man die Suche benutzt, wird dann hier in den entsprechenden Bereichen wird dann das Ganze durchsucht. Ihr könnt die dann, so wie ihr das wollt, entweder an- oder ausschalten. Also wenn ihr sagt, ich will in Google News nicht lesen oder nicht suchen lassen, dann könnt ihr das ausschalten und dann könnt ihr wieder so zurückgehen. Auf der linken äußeren Seite werden Musiktitel angezeigt. Einmal das, was ihr lokal auf dem Gerät liegen habt, das wären die hier oben. Sofern ihr was mit Albumcovern habt, wird das auch hier angezeigt. Und ansonsten seht ihr hier Vorschläge von Musik aus dem Internet. Ähnlich sieht es dann auch rechts bei den Videos aus. Also hier ist alles das, was lokal auf dem Gerät liegt. Und unten drunter werden euch dann Online-Vorschläge angezeigt. Das kann man mögen, das muss man nicht. Aber so ist das im Moment erstmal eingestellt. Was relativ interessant ist, ist einmal hier die entsprechende Leiste, wie ihr euch die Benachrichtigungen anzeigen lassen könnt, in der ihr auch die Möglichkeit habt, direkt schnell Einstellungen zu machen. Das heißt, ihr zieht die ein bisschen runter, sagt, ich würde jetzt ganz gerne in den Bereich Bluetooth gehen zum Beispiel. Dann zieht ihr den auf, sagt Bluetooth aus. So, hier könnt ihr also dann quasi die WLAN-Netze einschalten. Ihr könnt dann hier gucken, was ihr an Location-Diensten nutzen möchtet, ob ihr GPS aktivieren möchtet oder nicht. Wenn wir jetzt wieder weiter hochgehen, sehen wir hier zum Beispiel die eingegangenen Nachrichten, beziehungsweise wir können hier auch immer oben durchspringen, was die ganzen Bereiche angeht, indem ihr hier kurz klickt. Das geht in allen Menüs so. Wenn es zusätzliche Menüpunkte gibt, werden die euch hier angezeigt. Ladezustand, hier können wir dann direkt auch die Display-Helligkeit einstellen. Und ihr seht den aktuellen Ladezustand. Bisher bin ich von dem Akkuverbrauch relativ angetan. Also muss jetzt sagen, das sind so gute 12 Stunden, die ich jetzt hier im Moment mit dem Gerät hinter mir habe. Und es steht noch bei 86%. Da kann man durchaus mit leben. Das ist in Ordnung. Und was sollen wir mehr machen? So, die Audioeinstellung ist klar. Einfach lauter oder leise. Beziehungsweise ihr könnt dann hier zurück in die Systemeinstellungen springen. Da seht ihr, was im Moment verfügbar ist. Das ist nicht viel. Also einmal der Bereich, der sich auf die WLAN-Netze bezieht. Hier könnt ihr sie an- oder ausschalten. Ähnlich kann man, wenn man zurück möchte, von unten hochziehen. Dann gibt es immer die entsprechenden Menüpunkte, die nutzbar sind. Und hier könnt ihr dann auf die mobilen Netzeinstellungen gehen. Das funktioniert nicht mit jeder Karte, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt hier zum Testen eine Karte von Netzclub mit drin. Die haben die richtigen Einstellungen, das funktioniert. Das liegt aber damit zusammen, dass O2 erstmal auf seinem Netz keine Einstellungen großartig benötigt und auch ohne Authentifizierung den Zugang erlaubt. Habt ihr jetzt an dieser Stelle hier einen Netzbetreiber, der euch erzwingt, dass ihr die APN-Einstellungen ändern müsst vom Access Point, dann habt ihr aktuell hier keine Chance, es mit dem Ubuntu Touch zu nutzen. Wird wahrscheinlich in der nächsten Version kommen, im Moment ist es noch nicht drin.
Bluetooth ist so ein anderer Bereich, den kann man deaktivieren und aktivieren. Im Moment ist es aber so, dass er nach einer gewissen Zeit dann einfach wieder angeht. Also gehen wir mal drüber hinweg. Hintergründe ist klar, die könnt ihr euch entsprechend so legen, wie ihr möchtet. Genauso sieht es bei den Audioeinstellungen aus. Ihr könnt jetzt hier aus entsprechenden Klingeltönen wählen, die ihr dann nutzen möchtet. Und anders sieht es genauso auch bei den Nachrichten aus. Also viele Optionen gibt es einfach noch nicht, ist auch in Ordnung. Was soll das? Man will ja nicht so viel umstellen können. Jetzt im ersten Moment ist es erstmal schön, dass man es benutzen kann. Anzeigesprache Deutsch könnt ihr einstellen. Ihr könnt allerdings nicht die Tastatur verändern, was im Moment ein bisschen nervt. In den Konten könnt ihr verschiedene Konten direkt hinterlegen, die ihr nutzen möchtet. Das soll ein Single Sign-On ermöglichen. In allen Bereichen funktioniert das aber leider im Moment noch nicht. Zeit und Datum, einfach Zeitzone aussuchen oder ihr könnt dann halt auch entsprechend das Datum auf automatisch stellen und euch das über den Netzbetreiber holen. Im Bereich Sicherheit und Datenschutz gibt es nicht so viel, was ihr einstellen könnt. Und zwar könnt ihr einmal sagen, ob ihr auf dem Startbildschirm eure Meldungen sehen möchtet, die dort so alle vorhanden sind. Sprich, soll dort zu sehen sein, ob ihr Fotos gemacht habt, ob ihr Anrufe bekommen habt und so weiter und so fort. Wenn ihr das nicht möchtet, deaktiviert das einfach, dann wird das nicht angezeigt. Genauso kann man jetzt hier sagen, die Dash-Suche, wie soll die funktionieren? Soll die nur auf dem Telefon Ergebnisse holen oder soll die auch im Internet parallel suchen? Schalten wir das mal alles ab und dann gehen wir weiter. Unter Aktualisierung ist klar, was dort kommt. Dort kann man dann nach verfügbaren Updates suchen. Ihr seht alles, dass das noch ein bisschen so ganz 100% flüssig läuft es nicht, aber es ist benutzbar und das ist soweit erstmal in Ordnung jetzt. Wir können uns noch die Infos zum Gerät anzeigen. Hier gibt es ja noch so ein paar Infos, was ist die Seriennummer, E-Mail und so weiter. Genauso seht ihr, wie ist der aktuelle Speicherplatz genutzt. Ihr seht, Ubuntu selbst braucht auf dem Gerät 3,5 GB. Das heißt, das zieht euch schon mal einen ganzen Schwung vom internen Speicher weg, der für nichts anderes mehr zur Verfügung steht. Und ansonsten habt ihr eine relativ schöne Auflistung. Das funktioniert, das ist in Ordnung. Und so könnt ihr euch das Ganze anschauen. Wenn ihr von irgendwo wieder zurück auf den Hauptbildschirm kommen wollt, müsst ihr von links nach rechts ziehen. Und zwar so lange, bis ihr dann hier komplett wieder in dem Homescreen seid. Ihr könnt auf geöffnete Anwendungen, wie jetzt hier zum Beispiel die Uhr, die kann man auch hin und her umstellen, dann sieht man, wo man dann hier gerade ist, beziehungsweise kann seinen Standort genau festlegen. Das Feedback passt nicht ganz zu Gelnhausen, ist aber nah genug dran, also von daher wollen wir mal nicht meckern. Wie schon vorher erwähnt, wenn ihr Menüpunkte habt oder in andere Bereiche noch mit rein wollt, könnt ihr oben einmal in die Leiste klicken, dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel auch einen Alarm setzen. Jetzt getroffen. Also lang gedrückt halten. Das hier ist zum Beispiel eine 24-Stunden-Uhr. Erst setzt ihr den Stundenzeiger, also auf 18 Uhr, und dann setzt ihr den Minutenzeiger. Einzige Problematik, wenn ich den speichere, ist er wieder weg. Das scheint im Moment also noch nicht zu funktionieren. Was allerdings funktioniert, ist im Prinzip eine Stoppuhr. Hier habt ihr so ein paar Presets quasi mit drin, die man benutzen könnte. Das heißt, ihr könnt jetzt hier weichgekochte Eier haben, könnt sagen, okay, fang an zu laufen, dann läuft der Timer runter und dann funktioniert das Ganze. Ähnlich ist es mit der Stoppuhr, das ist relativ einfach. Starten, Zwischenzeit anhalten, weiterlaufen lassen. Also das klappt alles relativ schön, überhaupt keine Problematik. Also hat seinen Charme, aber es fehlen noch ein paar Sachen. Wenn ihr von den geöffneten Anwendungen etwas schließen möchtet, lang gedrückt halten, dann könnt ihr die hier einzeln rausschießen und mit einem Klick irgendwo anders hin, beziehungsweise vom Verlassen vom Desktop und zurück, kommt ihr dann wieder zurück. Also noch funktioniert nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Das Grundsystem ist erkennbar. Es ist auch nutzbar, ihr könnt damit telefonieren, ihr könnt damit SMS schreiben, ihr könnt E-Mails schreiben, natürlich komplett über die Online-Apps bzw. die mobilen Webseiten eures entsprechenden Anbieters. Richtig klassische Apps gibt es einfach nicht. Also es gibt hier zwar eine Gmail-App, aber die hat noch keine großartige Bewandtnis. Ihr könnt schön durch die offenen Apps durchwechseln, also wenn ihr jetzt hier irgendwo drin seid, habt ihr die Möglichkeit hinzugehen und ich rutscht dann hier rüber. Timeline zum Beispiel ist ein Bereich, in dem ihr dann so eine Aggregation von Twitter und Facebook zusammen in einer Leiste bekommt. Also das ist relativ schön gelöst. So, habt ihr zum Beispiel das Menü eingeblendet,
habt ihr die Möglichkeit, diese Menüfunktion zu nutzen. Wenn ihr jetzt eine davon drückt, Top zum Beispiel, wir sind jetzt zwar ganz oben, also macht das an der Stelle nichts, geht die nicht automatisch zu. Ihr könnt die aber dann immer wieder nach unten rausziehen, dann funktioniert das. Und hier kommen wir dann natürlich ganz normal wieder raus auf den Homescreen an sich. Was haben wir sonst noch? Die Galerie funktioniert eigentlich auch relativ schön. Die kann man sortieren nach Fotos, nach Ereignissen. Ereignisse heißt dann, an welchem Tag sie geschossen worden sind. Und hier können wir dann halt im Prinzip über die Fotos gehen. Haben wir die Möglichkeit, wenn wir das Telefon kippen. Ihr seht, es schaltet verhältnismäßig schnell um. Das ist in Ordnung. Hier könnt ihr dann recht angenehm durch die einzelnen Bilder hin und her rücken. Also ihr seht dann schon, dass das recht gut funktioniert. Möchte man wieder zurück auf den Homescreen, einfach von der Seite her nach drüben ziehen und dann funktioniert das. Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Im Moment ist es natürlich klar, es ist die allererste Version. Nur um zu zeigen, dass es auch sauberen Datenverkehr hat, wenn wir auf 3G umschalten. Also ihr seht hier, er hat jetzt oben angezeigt, er ist im mobilen Netz mit drin. Wir können hier den Browser mal öffnen an der Stelle. Geht er standardmäßig auf die Ubuntu-Webseite und öffnet diese dann halt. Die Geschwindigkeit der Webseite hier bei 3G dürft ihr euch jetzt nicht täuschen lassen. Diese Netzclub-Karte hat 100 MB mit drin. Die sind auch schon verbraucht, deshalb läuft er jetzt im Moment gerade gedrosselt. Also daran sollte man Ubuntu nicht messen. Auch wenn es ansonsten häufiger mal einen Hakler hat und nicht ganz flüssig läuft. Das hier an der Stelle liegt jetzt nicht damit zusammen. Also ihr seht, es funktioniert. Er baut das jetzt langsam auf. So wie man das auch erwarten würde. Und ansonsten funktioniert das auch. Jetzt schießen wir uns mal das ganze Gerät aus. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie lange das Gerät braucht, bis es wirklich gebootet ist. Also starten. Da geht das Google-Logo an. Letztendlich ist das nur ein Custom Recovery auf den bestehenden Android-Kernel drauf. Jetzt lassen wir es mal booten. Ihr seht die Google-Boot-Animation und sobald das Gerät jetzt schwarz wird, ist dann quasi, also hier seht ihr noch Google hinten drin, aber sobald das jetzt ausgeschaltet ist, ist das Gerät gebootet. Das geht leider in so einen, also sein Lockscreen hier. Na. So, also das braucht dann jetzt eine kleine Weile. Das Gerät bleibt dann aus. Das ist ein bisschen irritierend. Also wenn man jetzt dann hingeht und drauf drückt, seht ihr, hier wird aber jetzt dann schon der Bootscreen angezeigt. Und dann kann man ganz normal das Gerät benutzen. So, schalten wir zurück aufs Netzwerk, machen WLAN wieder an. Und die Benachrichtigungsleiste weg. Ich möchte noch gar nicht zu viel zum Gerät jetzt sagen oder zu der Software an sich sagen. Es ist die allererste Version. Ja, sie ist benutzbar. Sie ist nur für einen sehr kleinen Teil der Menschheit benutzbar. Und zwar für die, die da einfach mal mitspielen wollen. Oder für Entwickler, die selbst Apps für Ubuntu schreiben möchten. Das System und die Idee ist eine ganz schöne. Also es ist vielversprechend, es hat viele Ansätze, die gut funktionieren können. Die großen Funktionen, die vorab immer bekannt gegeben worden sind, wie zum Beispiel Ubuntu for Android, dass man also quasi, wenn man das Gerät an ein Display anschließt, das dann direkt zu einem vollwertigen Ubuntu Desktop wird, all das ist im Moment noch nicht drin. Im Moment ist ganz klar drin, ihr könnt telefonieren, ihr könnt SMS schreiben, ihr könnt euch im Internet bewegen. Das könnt ihr sowohl über WLAN als auch über das mobile Datennetz tun. Ihr könnt die Kamera benutzen. Also das funktioniert hier auch. Legen wir uns mal schnell ein Motiv noch hinten rein. So, die Kamera funktioniert. Ihr könnt hier sagen, ohne Blitz oder mit Blitz. Bei mit Blitz blitzt er immer. Oder ihr sagt auf eine Blitzautomatik. Das heißt, er würde erkennen, wenn es zu dunkel ist und er blitzen sollte. Hiermit könnt ihr den Fokus setzen und auslösen. Die Bilder könnt ihr euch dann von hier aus direkt in der Galerie anschauen. Dann sind die jetzt hier mit drin, sind hinterlegt. Das funktioniert also auch. Ihr seht alles noch etwas langsam, aber ansonsten funktioniert es. Viel mehr habt ihr nicht als Funktion. Ihr könnt natürlich noch zoomen.
Ja, also euch unterschiedliche Digital-Zoom-Stufen raussuchen. Was zum Beispiel nicht funktioniert, hier ist die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Film drehen. Also das ist auch noch nicht implementiert. Legen wir es mal wieder zurück. Im Großen und Ganzen sind die Ideen schön. Die Ausführung hat noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir müssen mal schauen, wo es hingeht. Natürlich habt ihr den großen Vorteil, unten drunter liegt ein vollwertiges Ubuntu. Ihr habt sofort den Zugriff auf das Terminal und könnt lokal auf dem System arbeiten. Dasselbe könnt ihr auch per SSH machen. Oder ihr hängt das Gerät einfach an euren PC per USB dran, arbeitet mit ADB und nutzt dann die Shell. Also das ist alles machbar. Die Ideen sind groß. Man könnte sich hier einen kleinen Webserver drauf laufen lassen, das Gerät zum Testen mit zum Kunden nehmen und so weiter und so fort. Also es könnte was gehen, noch ist aber halt einfach der Bereich so, dass noch zu viel fehlt. Hier seht ihr mal kurz die Tastatur. Dort ist jetzt gerade eine QWERTY Ansicht eingerichtet, die können wir auch nicht verändern. Wenn man die Tastatur wieder weghaben möchte, kann man sie jederzeit von oben nach unten rausziehen. Dann ist sie verschwunden. Möchte man sie wieder haben, muss man in ein Eingabefeld zurückkehren. Ja, das war's so zum ersten Einblick in Ubuntu Touch oder Ubuntu for Phones hier auf dem Nexus 4. Aktuell unterstützt mit dem Funktionsumfang, so wie von mir hier mitgeteilt, ist nur das Nexus 4 und das Galaxy Nexus. Wenn man also mobile Daten auch noch nutzen möchte, ist man auf eines dieser beiden Geräte festgelegt. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, schaut euch die Entwicklung an. Es ist auf jeden Fall vorangegangen. Ich habe ja vor längerer Zeit mal die Touch Developer Preview mir angeschaut. Jetzt ist das Gerät zumindest so, dass es von einem kleinen Personenkreis durchaus täglich nutzbar sein könnte. Ob ihr zu diesem Personenkreis gehört, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich wollte euch nur einen kleinen Überblick geben. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Ich bin Ben für Notch.de und bis zum nächsten Mal.